Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Zocker, liebe Zockerinnen. Hier ist wieder euer Punky. Wir befinden uns in Vanilla Bay. Wir spielen City Skyline. Und ich würde sagen, wir wollen keine Zeit verlieren. In der letzten Folge haben wir uns ja hier so ein bisschen um unser ja, neu zu entstehendes Viertel gekümmert. Unterhalb der Autobahn. Haben jetzt hier einen Tunnel nochmal neu gesetzt, haben hier die Straße schon bereits geplant, die angeschlossen, dass dann langsam hier auch Bewegung reinkommt. Jetzt möchte ich gerne diese Straße noch hier anschließen. Das würde ich ganz gerne lösen, indem ich was mache. Das ist eine gute Frage. Hatte gerade so leicht überlegt, bietet sich hier vielleicht nochmal an, das Ganze mit so einer kleinen Einbahnstraßenlösung zu erarbeiten, aber dann habe ich mir gedacht, nö, eigentlich nicht. Was spricht dagegen, die Straße hier nochmal so runter zu laufen zu lassen, aber natürlich wesentlich schmäler. Das heißt, ich hätte jetzt ganz gerne hier Folgendes gemacht. Ich möchte jetzt hier von der 6-spurigen auf eine 4-spurige wechseln. Das aber schon relativ früh, ich würde fast sagen, wir können damit hier schon beginnen. Vielleicht sogar, wenn man es genau betrachtet, können wir es auch so beginnen. Genau, machen wir es so. Und jetzt gehen wir hier bereits runter von einer 4-spurigen auf eine 2-spurige. Das darf dann ruhig eine kleine Allee sein und die möchte ich eigentlich nur noch hier ja, irgendwie versuchen anzubinden. So hier. Und damit es sich hier vielleicht nicht ganz so sehr staut, würde ich ganz gerne hier nochmal so ein Stück weiter gehen. Hier kommt ja dann später auch noch was hin. Aber sozusagen hier nochmal eine weitere AD einsetzen. So, das ist mal für den Moment weg, dass wir hier nochmal zwei verschiedene Möglichkeiten haben. Und ja, genau. So ungefähr war der Plan dahinter. Hier sollen jetzt ja auf jeden Fall noch weitere kleinere Strandhäuser hin. Das heißt, wir müssen auch hier so ein bisschen mit dem Gelände noch arbeiten. Dass ja auch noch die entsprechenden Gebäude hin können. Und natürlich müssen wir dann hier uns überlegen, was machen wir. Hier kann es natürlich immer wieder zu Überschwemmungen kommen. Wollen die Leute jetzt eine Mauer haben, einen Schutzdamm oder wollen sie lieber den freien Blick aufs Wasser? Das ist halt eine gute Frage, eine große Überlegung. Hier sollen auf jeden Fall erstmal großflächige Büros entstehen. So nach dem Beispiel Silicon Valley. Alles hier mal so richtig schön voll machen. Dann könnte man hier auf jeden Fall auch noch mal so kleinere Hochhäuser setzen. Und hier auf jeden Fall noch mal ein Geschäft. Hier auch noch einzeln. Hier wieder ein paar Wohnungen. Dann wäre eigentlich diese Geschichte schon soweit eher erledigt. Hier vielleicht nochmal einen Tante-Emma-Laden. Hier vielleicht auch nochmal einen hin. Und dann soll es das auch schon sein. Dann gehen wir hier natürlich die Straße auch weiter runter, dass wir hier auch die ganzen Leitungen anschließen. Schließen das hier an. Perfekt. Und dann passt es. Wunderbar. So, hier platzieren sich die ersten Gebäude. Die nächsten Leute ziehen ein. Wunderschön. Hier hinten fehlt der Strom im Moment. Das können wir natürlich nicht auf uns sitzen lassen, dass hier Strom fehlt. Auch hier fehlt noch der Strom. Eieiei. Ah, der muss ja erstmal irgendwie noch übertragen werden. Ich weiß nicht, ob das hier funktioniert. Sieht nicht danach aus.
Ah, da reißt er mir irgendwas ab. Das soll er natürlich nicht abreißen. Und da reißt er mir den Weg ab. Ah, wie mache ich das jetzt, dass ich den Strom hier rüber bekomme? Ich muss den Strom irgendwie noch hier rüber bekommen, aber wie mache ich das? Wie löse ich dieses kleinere, größere Problem? Hier nochmal mit einer Straße. Warte mal, komme ich nicht vielleicht hier nochmal irgendwie dran vorbei? So. Und dann das Ganze so anschließen. Das müsste doch eigentlich funktionieren. So, schauen wir mal. Ja, jetzt kommt hier Strom an. Perfekt. Und dann machen wir hier natürlich auch nochmal Strom. Solange das hier noch nicht angeschlossen ist, können wir das so lösen. Und dann sollte das eigentlich passen. Wunderbar. Super. So, der nächste Aspekt wäre jetzt, wir benötigen hier so ein bisschen, ja, Industrie nicht, aber Müllentsorgung. Damit wir hier nicht im Müll ersticken. Die haben hier auch schon keine mehr. Ist die Überlegung, wo wir das jetzt hin platzieren. Bietet sich eigentlich hier hinten nochmal an, so eine kleine Mülldeponie zu setzen. Da muss man müssen die Fahrzeuge ein bisschen weiter fahren. Aber werden die Müll aus der Stadt raus. Das wäre natürlich sinnvoll. Dann machen wir das wie folgt. Wir benötigen jetzt hier eine. Was haben wir jetzt hier? Wir haben hier 6 Spuren. Ne? Die würden wir auch hier lassen wollen. Ja. So, dann nehmen wir hier wieder 6 Spuren. Schließen das Ganze hier noch an. Und dann geht es auch hier bereits wieder in den Tunnel. Ah, da sehen wir schon das Problem. Das klappt nicht ganz. So, so und wieder nach oben. Und dann kommt jetzt hier praktisch unsere kleine Mülldeponie hin. Also bis hierhin und dann kommt jetzt hier noch mal eine Querstraße rein. Und jetzt kommt da eine Mülldeponie rein. So und zack, perfekt. Das Ganze muss natürlich mit Wasser angeschlossen werden. Dann hätten wir das nämlich auch erledigt. Strom müssen wir versuchen auch noch irgendwie darüber zu bekommen. Das könnte man erstmal über ein kleineres Stromnetz lösen. Machen wir es mal so hier. Gehen hier erstmal die ganze Straße entlang. Und dann schließen wir das Ganze hier oben an. So, Strom sollte dann da sein. Das passt. Wunderbar. Jetzt können wir zwar hier noch keine weiteren Häuser errichten lassen. Aber das kommt dann alles noch viel, viel später. So, hier sind schon mal die ersten
Häuser entstanden. Die beschweren sich hier gerade so ein bisschen wegen Lärm und kranke Bürger. Wie sieht's aus mit der Gesundheitsversorgung hier vor Ort? Ja, eher weniger. Das heißt, hier kommt auf jeden Fall nochmal eine kleine Arztpraxis hin. Hier kommt auf jeden Fall eine kleine Polizeistation. Ach, schade. Jetzt ganz gerne hier oben. Ja, doch, passt noch unter die Autobahn. Wunderbar. Eine kleine Feuerwehr. Darf natürlich auch nicht fehlen. Würde ich eigentlich hier bei dem Bürokomplex mit einbauen. Warum nicht? Und ja. Dann sind wir doch schon mal hier soweit ganz gut geschützt. Vielleicht noch ein Krematorium. Damit uns die Leichen nicht aufgestapelt werden. Vielleicht kriegen wir das ja auch noch irgendwo passend mit hin. Machen wir es hier hin. Und dann passt das eigentlich. So, dann entwickelt hier sich nochmal so eine kleinere Stadt. Dann können wir hier vielleicht auch nochmal mit einer weiteren Straße rausgehen. Ja, können wir auch nochmal eine Allee machen. Okay, das reißt sich gerade ab. Das soll man natürlich nicht machen. Und die Leitung können wir ja auch nochmal neu legen. Vielleicht brauchen wir sie ja schon gar nicht mehr dann. Eigentlich, warte mal, brauche ich hier noch irgendwas? Nur eigentlich nicht. Hier unten eigentlich erstmal nicht. So. Das heißt, wir können theoretisch gesehen, wenn wir wissen, wie wir hier noch unsere Straßenbahn dann unterbekommen, könnt ihr eventuell auch hier mit angeschlossen werden. Warte mal, die geht hier runter, die geht hier lang. Kann ich hier nicht nochmal irgendwo einen Abzweig bauen? Wo findet sich es da hinten? Dass wir hier irgendwie nochmal so rüberkommen. Oder, ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert, aber wir probieren es aus, dann sehen wir es ja. Was wäre denn, wenn wir die Gleise hier oben weiterführen? Würde er auch noch machen. So vielleicht. Mal gucken. Schließt mir das alles richtig an? Ja, sieht eigentlich gut aus. So, die kriege ich jetzt ja nicht unterirdisch. Da kriege ich auch unterirdisch. Gut. Da macht es ja wahrscheinlich Sinn, das Ganze jetzt eher unterirdisch zu setzen. Vielleicht so runter. Warte mal, wo müssen wir jetzt hin? Ja, nee, ist eigentlich Käse. Wir müssen ja bis da anschließen.
Das macht eigentlich nicht so viel Sinn. Das reißen wir nochmal ab. Die Idee ist, glaube ich, gar nicht schlecht, dass wir das hier weiter anschließen. Wir lassen uns mal die Möglichkeit offen. Ich muss das mal überlegen, wie ich dann im Endeffekt hier hinkomme. Weil hier ja doch relativ viel los ist mittlerweile. Warte mal, vielleicht. Wie lösen wir das Problem? So, dann geht es jetzt hier einmal nach unten. Dann versuchen wir jetzt mal hier hochzukommen. Versuchen wir es mal anders zu machen, dass wir vielleicht hier hochkommen. Das ist natürlich auch relativ schwierig, hier mit der Straßenbahn unten drunter zu kommen. Wäre es fast schon cool, wenn man hier nochmal nach oben käme, dann könnte man hier nochmal irgendwo stationstechnisch was anschließen. Also ich muss auf jeden Fall erstmal ein bisschen runter. Da geht schon mal kein Weg dran vorbei. So, wenn ich jetzt hier versuchen würde, nach oben zu kommen. So, dann käme ich jetzt hier nach oben. Dass man hier nochmal so eine Art Station hätte. Na gut, dann hätte man hier nochmal so eine leichte Kurve, die eigentlich auch noch okay wäre. Müsste man dieses Stück hier einmal upgraden. Und würde jetzt hier praktisch mit den Gleisen weiterverfahren. Dass man jetzt hier wieder langsam nach unten dann kommt. So, einmal nach unten. Und jetzt das Ganze durch die Stadt zieht. Was jetzt auch cool wäre, hier wieder irgendwie an den Anschluss rankommen. So. So, das wäre jetzt erstmal eine Überlegung, wie man es machen könnte. So, dass hier wenigstens erstmal das angeschlossen ist und man diese Linie auch später nutzen kann. Ob wir es so lassen, das weiß ich noch nicht. Das werden wir später noch entscheiden.
Auch wohin dieses Gleis hier noch irgendwann führt, weiß ich ehrlich gesagt auch noch nicht. Aber ich weiß eines, wir sind wieder über die Zeit. Das bedeutet, wenn es euch gefallen hat, dann wie immer hinterlasst sehr gerne einen Kommentar, einen Daumen nach oben. Und wenn ihr mögt und nichts verpassen wollt, dann empfehle ich euch, hinterlasst sehr gerne ein Abo. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Liebe, alles Gute. Euer Punky von Punky Let's Talk. Bye, bye.